irgendwie mit den Händen denke ich so, mach ein bisschen höher. Aber jetzt ist wahrscheinlich alles durcheinander, wenn ich so sitze, ne? Soll ich mal runter? Ja. Hallo, herzlich willkommen zu Recht einfach. Ich bin's, Johannes. Heute geht es wieder um Hunde, und zwar um gefährliche Hunde. Wann ist ein Hund gefährlich? Tja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Hund kann gefährlich sein, weil er sich verhaltensauffällig verhält. Es gibt aber auch Bundesländer, die in die Hundeverordnung reingeschrieben haben, dass egal, ob sich ein Hund gefährlich oder nicht gefährlich verhält, er schon ein besonderes Tier ist, weil er einer bestimmten Rasse angehört und damit ein sogenannter Listenhund ist. Um diese Listenhunde kümmern wir uns nächste Mal. Heute geht es um die Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens gefährlich sind. Und da gibt es ganz viele Urteile, weil natürlich schon ganz viele Hunde verhaltensauffällig waren und hat sich die Rechtsprechung schon ganz oft mit beschäftigt, wann solche Hunde gefährlich sind oder wann nicht. Wie ist der Ablauf, wenn es jetzt zu so einem Vorfall kommt? Normalerweise wird leider der Hundebesitzer durch irgendjemanden angeschwärzt, beispielsweise beim Ordnungsamt, und das leitet das weiter ans Veterinäramt, und dann kommt ein Brief und da steht drin, ihr sollt euch jetzt mal vorstellen mit dem Hund. Und dann wird dieser Hund von einem Veterinär, von einem Tierarzt untersucht. Und dann guckt der nach bestimmten Mustern, ob dieser Hund gefährlich ist oder nicht. Wenn der Hund gefährlich ist, dann kann es sein, dass ihr für euren Hund einen Maulkorb, dass euer Hund einen Maulkorb tragen muss und ihr noch anleihen müsst. Und das wollen natürlich die Hundehalter verhindern. Sie wollen ihrem Hund den Maulkorb nicht zumuten und wollen das Tier auch nicht die ganze Zeit an der Leine ausführen, sondern das Tier frei laufen lassen, und deshalb wehren sie sich natürlich gegen die Einstufung als gefährlich. So, jetzt aber mal ein paar Urteile, wann ein Hund als gefährlich eingestuft wurde. Also eine Sache ist zum Beispiel ziemlich krass, und zwar wurde gesagt, es gibt Hunde, die alleine aufgrund ihres Auftretens, wenn sie zum Beispiel die ganze Zeit Zähne fletschen, andere Hunde angehen, zwar nicht beißen, aber bedrohlich wirken, dass dann schon Hunde gefährlich sein können, alleine aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes. Das finde ich ziemlich außergewöhnlich, und da hat also auch ein Gericht entschieden, dass aufgrund dieses Verhaltens ohne konkrete Gefahr schon eine Gefährlichkeit vorliegen kann und deshalb Maulkorbpflicht besteht und Leinenpflicht. Ein anderer krasser Fall, es ist ein großer Hund, der eigentlich niemals gefährlich irgendwie in Erscheinung getreten ist, er hat niemanden gebissen, er ist auch sonst nicht bedrohlich, er ist einfach nur groß. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, oh Gott, ein großer Hund, der muss gefährlich sein, und fürchten sich, und deshalb haben sie gesagt, also dieser Hund ist so groß, ich fürchte mich so doll, und jeden Morgen, wenn ich aus meinem Gartentor komme und der Nachbar mit diesem großen Hund den Bürgersteig entlang geht, dann fürchte ich mich so, der muss angeleint sein, der muss einen Maulkorb tragen, ich kann sonst nicht mehr normal leben. Und tatsächlich hat dann ein Gericht gesagt, okay, die Größe des Hundes reicht schon aus, wenn er bedrohlich wird, dass er als gefährlich eingestuft wird und dann einen Maulkorb tragen muss und auch angeleint sein muss. Ganz klar gefährlich sind natürlich die Klassiker, die ihr alle kennt. Beispielsweise ein Hund beißt einen Menschen, er ist dann als gefährlich einzustufen. Gleiches gilt auch, wenn ein Hund die ganze Zeit Katzen jagt bzw. auch schon Katzen getötet hat. Dann ist natürlich ein Hund auch als gefährlich einzustufen, hat dann auch eine Leinen- und eine Maulkorbpflicht zur Folge. Ansonsten, das dürfte sich von selbst verstehen, auch wenn ein Hund ständig andere Hunde beißt, führt das dazu, dass der Hund als gefährlich eingestuft wird, und dann ist auch hier die Leine und der Maulkorb angesagt. So, wenn jetzt der Hundehalter für seinen Hund einen Leinen- und eine Maulkorbpflicht auferlegt bekommen hat und der Hund trotzdem nochmal beißt, also der Halter sich als ungeeignet erweist, dann kann das Veterinäramt bzw. auch das Ordnungsamt anordnen, dass der Hund beschlagnahmt wird. Er wird also dem Hundehalter weggenommen, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass dieser Hund zu einem neuen Halter kommt, der gegebenenfalls besser mit dem Hund umgehen kann. Wenn allerdings der Hund wirklich völlig verhaltensgestört ist und es keine andere Maßnahmen mehr gibt und auch wirklich gefährlich ist, dann kann als allerletztes Mittel sogar in Betracht kommen, diesen Hund einschläfern zu lassen. Das mal so als grundsätzlicher Leitfaden und Einführung, wie zum Thema Ablauf, Verwaltungsgefahren bei Gefährlichkeit von Hunden.
Wenn ihr Fragen zum Thema Hunde, Verwaltungsverfahren, Maulkorbzwang, Leinenpflicht, Gefährlichkeit von Hunden habt, dann schreibt die Fragen hier unten in die Kommentare. Wenn euch der Channel gefällt, dann abonniert uns und bis dahin viel Spaß beim Gassi gehen. Euer Johannes.